Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin unterwegs und wenn ihr es genau seht, hinter mir ist mein Van. Er ist fertig. Naja, nicht ganz fertig, aber zumindest so weit fertig, dass ich damit mal los konnte. Und ich bin heute in Frankreich. Genauer gesagt in Südfrankreich, in der Provence. Und zwar genau in Valençon. So sagen es die Franzosen, habe ich jetzt gelernt. Ich werde heute ein bisschen Lavendel fotografieren. Das Problem ist, ich bin hier angekommen und die Lavendelfelder sind teilweise schon gemäht gewesen, obwohl ich eigentlich sogar ein bisschen früher gekommen bin, als ich ursprünglich geplant hatte. Jedenfalls haben wir jetzt noch ein Feld gefunden, was ich fotografieren kann, zum Sonnenuntergang. Ach, und übrigens, wenn ihr mal eine Van-Tour sehen wollt, so eine kleine Room-Tour durch meinen Van, wie er jetzt fertig aussieht, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Viel Spaß! Das Ding bei solchen Lavendelfeldern ist ja eigentlich immer gar nicht so sehr die Komposition, weil die ist eigentlich relativ selbsterklärend. Man hat halt wirklich Felder mit führenden Linien einfach da rein. Die Frage ist immer, was hat man noch irgendwie im Hintergrund, was so ein bisschen den Blick dann am Ende auf sich zieht. Und ich habe jetzt hier ein Feld gefunden, wo so ein kleines altes Steinhaus zu sehen ist. Das werde ich in den Hintergrund packen und jetzt gucke ich mal, wo die beste Linie quasi ist zwischen dem ganzen Lavendel, um das Ganze dann auch fotografisch tatsächlich am besten drauf zu bekommen. Ihr seht, es ist hier auch direkt an der Straße dran. Ich bin immer sehr darauf bedacht, nicht wirklich zu weit in die Felder reinzugehen. Vor allem nicht irgendwie auf den Lavendel drauf zu treten und so, sondern wirklich respektvoll damit umzugehen. Und ich habe heute übrigens hier auch die GoPro mit am Start, dass ihr das Ganze immer mal so ein bisschen aus eher First-Person-Perspektive sehen könnt, was ich jetzt hier machen werde. Ich bin jetzt auf dem Weg schon so ein bisschen im Feld drin. Wie gesagt, immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf den Lavendel drauf tritt, sondern dort, wo kein Lavendel wächst. Aber hört ihr das? Vielleicht so ein bisschen im Hintergrund? Die Bienen und das ganze Zirzen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie krass das hier nach Lavendel duftet. Also ich glaube, so abgeschnittener Lavendel duftet vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber trotzdem. Alleine wenn man hier in diesen Ort reinkommt, dieser Duft auf einmal, das ist der absolute Wahnsinn. Kann ich nur jedem empfehlen, mal herzukommen. Es ist natürlich Hochsaison jetzt gerade, bedeutet, es ist sehr touristisch und es ist natürlich auch sehr viel los. Wobei ich sagen muss, als ich vor 4 Jahren das letzte Mal hier war, da war definitiv mehr los. Also Corona scheint nach wie vor immer noch so ein Thema zu sein, dass tatsächlich weniger Leute reisen. Die einzige Sache, wo man sich jetzt am Anfang so ein bisschen Gedanken machen muss, ist entweder, man stellt sich mit der Kamera genau in so eine Flucht rein oder aber man guckt, hier gibt es zwischendurch immer mal wieder so kleine Stellen, wo halt kein Lavendel wächst und dann kann man das Stativ auch quasi auf den Lavendel stellen, also dort, wo halt kein Lavendel wächst, aber ihr wisst, was ich meine, in der Flucht von dem Lavendel quasi drin und da kann man dann entscheiden, möchte man wirklich so eine führende Linie vom Lavendel haben oder zwischen dem Lavendel. Das ist eigentlich so der einzige Entscheidungspunkt und dann gibt es halt noch die Entscheidung, mache ich Hoch- oder Querformat und welche Brennweite nutze ich. Und ich glaube, in dem Fall jetzt hier im Moment arbeite ich eher mit einer etwas längeren Brennweite, will so ein bisschen das Haus mehr so in den, obwohl es im Hintergrund ist, aber mehr in den Vordergrund rücken und den Lavendel dazu nutzen, als führende Linie auf dieses Haus zuzukommen. Ja? Und deswegen packe ich jetzt 1424 runter, mache das 2470 drauf und denke mal, so mit 50 mm ungefähr, werde ich am Ende ganz gut hinkommen. Das sieht jetzt für mich schon mal ganz gut aus von der Komposition. Also ich bin jetzt tatsächlich wirklich auf 70 mm rangegangen. Und jetzt haben wir noch eine entscheidende Sache, und zwar das Licht.
Das Licht kommt jetzt in dem Fall von hinten. Ihr seht es ja gerade selber, ne? Wir fotografieren in die Richtung, Sonne kommt aber von hier. Kann man sich immer überlegen, möchte man gegen die Sonne fotografieren oder möchte man mit der Sonne fotografieren? Wenn man mit der Sonne fotografiert, kann man sich immer überlegen, sind die Farben natürlich dann relativ knackig. Wenn man gegen die Sonne fotografiert, genau andersrum. Ja, da hat man dann ein bisschen das Problem, da muss man mit der Sättigung noch ein bisschen arbeiten später. Heute Morgen zum Beispiel habe ich gegen die Sonne fotografiert. Auch ein schöner Shot, kann ich euch auch mal an der Stelle einblenden. Aber jetzt in dem Fall ist es tatsächlich auch gar nicht anders möglich, weil ich möchte ungern in die Richtung fotografieren und quasi hinter das Haus gehen. Das sieht einfach vom Hintergrund dann nicht so schön aus. Ich denke, in die Richtung ist schon der bessere Weg. Jetzt kann ich noch ein bisschen in der Höhe arbeiten. Ich kann jetzt natürlich die Kamera ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger machen. Je niedriger ich sie mache, desto mehr rückt natürlich auch der Lavendel in den Vordergrund. Wenn ich jetzt weiter runtergehe, dann rutscht natürlich das Haus auch so ein bisschen über den Horizont drüber hinweg, was auch gut aussehen könnte. Und andererseits kommt der Lavendel hier im Vordergrund noch viel besser zur Geltung. So Leute, ich habe jetzt noch vorne einen Verlaufsfilter draufgeschraubt, damit ich den Himmel noch ein bisschen abdunkle. Und ansonsten jetzt noch kurz was zu meiner Einstellung. Denn wenn man so nah mit dem Objektiv an dem Lavendel dran ist, dann wird der Lavendel, egal bei welcher Blende, egal wie weit ihr die schließt, wird der Lavendel unscharf werden. Ist einfach so. Deswegen arbeite ich hier an dieser Stelle mit dem Fokus-Stacking. Und meine Kamera hat eine Funktion, die automatisch quasi den Fokuspunkt immer weiter nach vorne verlagert. Ich weiß nicht, ob das jede Kamera hat. Ich denke mal, so ältere Modelle vielleicht nicht und auch Anfängermodelle vielleicht nicht. Aber ihr könnt gerne mal bei eurer Kamera schauen, ob ihr so einen Modus auch habt. Wichtig ist dafür, dass ihr aus dem manuellen Fokus rausgehen müsst in den Autofokus. Zumindest bei der Nikon Z7 II ist das so. Und dann gehe ich hier einfach in das Menü rein. Und sage dann unter Fotoaufnahme, da gibt es einen Menüpunkt Aufnahme mit Fokusverlagerung. Und dort kann ich jetzt einfach einstellen, wie viele Bilder sollen am Ende geschossen werden und wie groß soll die Schrittweite der Fokusverlagerung sein. Die habe ich jetzt hier mal auf 3 gestellt, kann man von 1 bis 10 machen, habe ich auf 3 gestellt, also relativ kleine Schritte. Und ich mache am Ende 10 Bilder. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das was wird. Ich habe jetzt hier direkt mal vorne auf den Vordergrund fokussiert und dann macht jetzt die Kamera automatisch direkt hintereinander weg 10 Fotos und verschiebt dabei den Fokus immer weiter nach hinten bis nach unendlich hoffentlich. Und ich kann dann ganz einfach daraus in Photoshop die Bilder zusammenführen und habe dann ein komplett scharfes Foto am Ende. Eine kleine Anmerkung habe ich noch und zwar geht es darum, dass ja natürlich bei so einem Fokus-Stacking, wenn man mehrere Bilder macht und nur eine kleine Windbrise herrscht, sich die Lavendelfelder oder der Lavendel natürlich bewegt. Und bei jedem Bild sieht das Ganze natürlich dann ein Stück weit anders aus. Das müssen nur ein paar Millimeter sein, reicht aber aus, damit das Fokus-Stacking am Ende ja nur noch so bedingt funktioniert. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, wenn der Lavendel sich bewegt, dass du mit einer entsprechenden Verschlusszeit arbeitest, dass der nicht verwischt. Also selbst jetzt in so einer Bedingung, wenn ich jetzt hier mit ISO 100 fotografieren würde, wäre ich schon bei einer Verschlusszeit von 1/10 oder so. Und das ist natürlich viel zu lange belichtet. Und deswegen scheut euch auch nicht davor, auch mal den ISO-Wert nach oben zu drehen und dafür die Verschlusszeit wieder ein bisschen kürzer zu machen, einfach damit der Lavendel am Ende wirklich komplett scharf ist. Und bevor das Video jetzt zu Ende ist, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit zeigen. Denn ich habe jetzt meine ganzen Fotos hier aus Frankreich sortiert, alles auf die Festplatte gepackt, auch schon ein paar Bilder bearbeitet und so weiter. Aber ich nutze seit einiger Zeit ein neues Programm, um meine Fotos zu sortieren. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich meine Fotos eigentlich bisher immer alle direkt in Lightroom sortiert und katalogisiert habe. Aber es gibt bei Lightroom einen großen Nachteil. Man kann zwar mit Lightroom Mobile arbeiten und so weiter, beziehungsweise mit dieser normalen Lightroom-Version, die Cloud-basiert ist. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch über Lightroom meine Bilder aufs Handy bekommen und so weiter. Das Problem ist, es ist Cloud-basiert. Und man muss, je mehr Fotos man hat, natürlich auch mehr Cloud-Storage kaufen, was dann monatlich kostet und so weiter und so fort.
Und generell ist mir auch dieser ganze Cloud-Service, es ist einfach nicht so das Wahre, was ich haben möchte. Also ich möchte meine Fotos eigentlich schon eher lokal auf meinen Festplatten haben. Und hier gibt es ein neues Programm und es nennt sich Mailio Fotos. Und mit Mailio Fotos habe ich jetzt die Möglichkeit, meine ganzen Fotos zu katalogisieren, zu ordnen, zu sortieren, zu filtern. All das, was im Endeffekt auch andere Programme auch schon können. Aber der große Vorteil ist, dass ich hier keine Cloud brauche. Und ich kann trotzdem alle meine Bilder jederzeit auch auf mein Handy bekommen, auf mein iPad bekommen oder, wenn ihr Android benutzt, auf ein normales Tablet und so weiter und so fort. Und das alles ohne Cloud-Service. Das heißt, hier wird mit einer Peer-to-Peer-Verbindung gearbeitet. Wenn du zum Beispiel ein NAS-System zu Hause an deinem Computer angeschlossen hast, dann kannst du dort alle deine Bilder draufpacken. Und über die sogenannte Peer-to-Peer-Verbindung kannst du diese ganzen Fotos dann aber auch zum Beispiel auf dein Handy laden oder auch übers Tablet nutzen, bearbeiten, organisieren, was auch immer. Und das Tolle ist, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja, ich habe jetzt irgendwie ein paar Terabyte Fotos, wie soll das denn aufs Handy passen? Das Tolle ist, hier wird auch mit Smart Previews gearbeitet, bedeutet, diese Fotos nehmen nur ungefähr 5% maximal von dem eigentlichen Speicherplatz einer normalen RAW-Datei ein. Das kann ich auch selber noch so ein bisschen einstellen. Ich kann es sogar auf 1% runterregeln lassen. Dann hat man halt nur so eine Vorschau von 1000 Pixel lange Kante, was mir aber auf meinem Smartphone ehrlich gesagt vollkommen ausreicht. Und ich kann dann aber jederzeit unterwegs und auch ohne Internetverbindung meine Fotos über das Smartphone sortieren, katalogisieren. Ich kann sie sogar auch bearbeiten. Also da ist auch ein RAW-Converter mit dabei. Ich kann auch Bearbeitung an der RAW Datei vornehmen und all das kann ich tun, ohne halt Internet zu haben. Das heißt, ich kann es zum Beispiel auch im Flieger machen. Wenn ich jetzt gerade in Island war zum Beispiel, kann ich das auch jederzeit dort dann im Flieger machen und kann so meine Zeit gut nutzen, kann trotzdem weiterarbeiten, auch ohne Internet. Ich will dir das Ganze mal ganz kurz ein bisschen näher zeigen und dazu wechseln wir jetzt einfach mal auf mein Bildschirm. So, ich bin jetzt hier mal direkt in Mailio Fotos drin, aktuell jetzt in der Ansicht alle Fotos hier oben, ne? Also hier hat man so verschiedene Ansichten, die man dann anwählen kann. Ich habe jetzt auch noch nicht alle Fotos von mir hier reingeladen, sondern wirklich nur so von den letzten Trips erstmal, weil tatsächlich dauert es ein paar Tage, kannst dir ja überlegen, wenn du so ein paar Terabyte Fotos hast, dann müssen die natürlich auch erstmal alle eingespeist werden, sie müssen alle katalogisiert werden, geordnet werden und so weiter. Mailio legt dazu eine extra Bibliothek an und von der kann man dann von allen Geräten drauf zugreifen. Also von Smartphone, egal ob Apple, Android, was auch immer, vom Tablet, von verschiedenen Computern. Du kannst also ganz viele Geräte damit verbinden und die laden sich dann immer, wenn gerade eine Internetverbindung da ist, über eine Peer-to-Peer-Verbindung dann die Fotos entsprechend runter. Also die Smart Previews laden sich runter. Du kannst aber auch jederzeit sagen, hey, ich möchte jetzt die komplette RAW-Datei haben, damit ich die bearbeiten kann auf dem und dem Gerät und dann kannst du die halt auch runterladen. Also das ist wirklich richtig cool. So, ich bin jetzt hier gerade in alle Fotos drin. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine Kalenderansicht. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann siehst du auch, ja, ich habe mir hier auch mal so ein paar Beispielbilder einfach runtergeladen. Das sind jetzt nicht meine unbedingt. Aber du siehst jetzt hier auch nach Jahren geordnet und da kann ich dann entsprechend weiter reingehen. Ich kann mir das Ganze auf einer Karte angucken. Also wenn ich jetzt hier GPS habe, ne, in meiner Kamera drin, dann kann ich hier wirklich gucken, wo habe ich in der Welt welche Fotos aufgenommen. Ganz wichtig jetzt für mich ist erstmal das Dashboard, das ist also die Zentrale quasi und über diese Zentrale kann ich jetzt hier gucken, ich habe also jetzt hier mein MacBook Pro, ja, auf diesem Computer bin ich gerade, das habe ich jetzt hier gerade verbunden und jetzt werden hier aktuell 2100 Fotos hochgeladen, weil ich jetzt gerade eben diesen Ordner quasi hier mit rein gebastelt habe in diese Bibliothek. Und ich habe jetzt hier mobile Geräte, zum Beispiel mein iPhone. Und diese 2100 Bilder werden dann hier entsprechend auch wieder auf das iPhone heruntergeladen, beziehungsweise halt die Smart Previews. Also man darf wirklich nicht die Angst haben, dass da jetzt das Handy komplett voll belegt wird mit irgendwelchem Speicherplatz. Mein Kollege Bastian Werner hat dazu auch schon gesagt, wenn er das jetzt alles so einstellt, dass die Smart Previews wirklich sehr klein sind, dann kann er da mehrere Terabyte auf ein paar Gigabyte runterschrumpfen lassen und dann geht das Ganze schon wieder wirklich relativ gut. Warum ist das Ganze jetzt so revolutionär im Gegensatz zu Lightroom zum Beispiel? Es liegt einfach daran, erstens, man braucht keinen Cloud-Service, ja, also man kann es wirklich lokal auf seinen Geräten belassen und keinem anderen gehören dann irgendwelche Fotos von dir oder kann die irgendwie nutzen, sondern es ist wirklich, es bleibt alles bei dir. Das ist mal das Erste, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und das Zweite ist, es ist halt auch einfach unfassbar schnell. Also sobald du das einmal eingerichtet hast, das dauert wie gesagt ein paar Tage, je nachdem wie groß deine Fotobibliothek ist, aber dann ist das Ganze wirklich super schnell und du kannst wirklich super einfach hier in diesen verschiedenen Ordnern arbeiten.
Was ich besonders cool finde, du kannst zum Beispiel dann noch Ordner verschieben, kopieren und so weiter. Du kannst Duplikate herausfiltern und die löschen. Aber das Ganze passiert dann auch im Hintergrund. Das heißt, du kannst an deinen Fotos weiterarbeiten und Mailio verschiebt diese Ordner erstmal virtuell und im Hintergrund wird das Ganze dann physisch auch auf den Festplatten hin und her geschoben. Aber du kannst währenddessen weiterarbeiten, ohne dass irgendwas blockiert wird. Was ja normalerweise, wenn du jetzt deine Fotos einfach kopieren würdest von einer Festplatte auf die andere, dann kannst du in der Zeit nicht an diesen Fotos arbeiten. Ja, und das funktioniert jetzt mit Mailio an der Stelle schon. Und das, finde ich, macht das Ganze so attraktiv. Und das Ganze ist, wie gesagt, ja, auf einer monatlichen Basis. Du kannst erstmal mit einer freien Version anfangen. Da ist es dann allerdings begrenzt auf 5000 Fotos, glaube ich, die man einspeisen kann und drei Geräte. Aber du kannst natürlich das Ganze auch erweitern, dass du deine komplette Fotobibliothek draufpacken kannst und dann kostet das Ganze 9,99 im Monat oder 99 Euro im Jahr. Ja, also so kann man das Ganze dann machen. Du hast unten in der Videobeschreibung auch einen Link dazu. Das ist ein Affiliate-Link, da kannst du draufklicken. Du unterstützt mich dabei so ein bisschen, wenn du das Ganze jetzt dann kaufst. Du kannst das Ganze natürlich erstmal 30 Tage kostenlos testen und hast auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie noch mit dabei. Also im Endeffekt kannst du es 2 Monate kostenlos testen erstmal. Wie dir das Ganze gefällt, probier es einfach selber mal aus. Und wenn ihr Bock habt, ich wollte das jetzt erstmal nur so kurz erwähnen, aber wenn ihr Interesse daran zeigt, dass dieses Programm cool sein könnte und ihr weitere Videos dazu haben wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, schreibt mir gerne eine E-Mail oder auch eine Message einfach bei Instagram. Dann kann ich dazu auch weitere Videos machen und das ganze Programm mal ein bisschen genauer erklären. Erstmal jetzt hier an dieser Stelle wirklich nur eine kleine Einführung, um euch das mal zu zeigen. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, einfach mal unten in die Videobeschreibung klicken und dort die Testversion herunterladen. Ich finde es richtig cool, wie gesagt, und ich habe meinen Workflow jetzt auch so langsam, aber sicher umgestellt dahingehend, weil ich es einfach wesentlich schöner finde als die Lösung mit Lightroom. Ich habe einfach jetzt alle meine Fotos immer in der Hosentasche, so kann man es sagen. Klingt ein bisschen werbungstechnisch, aber es ist im Endeffekt so. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich sehr über ein paar Kommentare von euch freuen und teile das Video auch gerne mit Leuten, wo du denkst, dass die vielleicht auch Bock und Interesse daran haben. In Zukunft wird es auch wieder definitiv mehr YouTube-Videos geben, denn jetzt ist der Van fertig und ich habe endlich wieder mehr Zeit, um mich auf meine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, nämlich das Fotografieren, das Videos machen und euch das Ganze so ein bisschen zu präsentieren. Also ich hoffe, dass du in Zukunft wieder auch natürlich jetzt mehr am Start bist, wenn ich mehr am Start bin. Es wird einen Podcast von mir geben, den findest du auch dann unten in der Videobeschreibung als Link. Mal gucken, ob der jetzt schon draußen ist, wenn auch das Video rauskommt, aber sei auf jeden Fall gespannt, falls nicht, dann auf jeden Fall beim nächsten Video dann. Und du kannst dich natürlich auch gerne in mein Newsletter anmelden, falls du da einfach die neuesten Infos immer haben willst in Zukunft. Also es wird wieder mehr YouTube-Videos geben, es wird einen Podcast geben, vielleicht auch mal wieder ein paar Livestreams. Also ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge vor jetzt in der Zukunft und ich hoffe, dass du da auf jeden Fall mit am Start bist. Wenn du dir Lightroom-Tutorials, Photoshop-Tutorials und so weiter angucken möchtest, richtige Videokurse, dann schau auf jeden Fall auch mal im Online-Shop mal vorbei. Und auch da ist es übrigens lohnenswert, sich in mein Newsletter anzumelden, denn dort gibt es immer einen kleinen Rabattcode. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.